Hi ho, hi ho, hier ist wieder der Stammbus mit Let's Play Vessel. Und das letzte Mal haben wir genau an dieser Stelle, okay, das ist gelogen gewesen, wir haben genau an dieser Stelle hier aufgehört, um uns jetzt dem finalen Part der Mine zu widmen. Ups, erstmal ein bisschen Protoplasma einschlürfen. Kann nie schaden, wenn man davon genug hat. Ups, so. 2 von 5 nur eingesammelt, das ist ein bisschen wenig, aber naja, akzeptieren wir das einfach mal. Ich sehe gerade, ich habe herzlich wenig Zeug dabei. Also ich brauche neues Wasser, ich brauche neuen blauen Zellstoff. Ich krieg erstmal eine Ladezeit ins Gesicht geklatscht, auch wunderschön. Dann bin ich mal gespannt, was hier auf mich warten wird. Erstmal ein Weg nach oben und wow, was ein riesengroßes Schaufelrad. Protokolleintrag. Das Kontrollzentrum. Lesen wir doch mal. Das Kontrollzentrum. Diese Leiter hinauf befindet sich das Kontrollzentrum für die Mine, dem Ort der größten Fluoraktivität. Berichten zufolge sollen die Fluoros das Zentrum an ihre eigenen Zwecke angepasst haben, um einen noch höherstufigen Fluoros zu führen. Was? Der eine große Zerstörungsmacht hat. Sie haben eine hierarchische Kontrolle gebildet, die ich analysieren und verstehen muss. Ich muss mich einfach direkt ins Getümmel stürzen und die Anpassungsfähigkeit der Fluoros direkt gegen sie nutzen. Oh mein Gott. Ah, M. Arkwright, was hast du hier für einen kranken Scheiß vor? Das da wird mich höchstwahrscheinlich töten, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht rein. Okay. Also, Fluoros, die Spaß mit einem anderen Fluoro haben. Meine Güte! Dein Auge hat erstmal keine Pupille und sieht anders aus. Holy! Da kommen Schallwellen. Ah, du kotzt dich da also durch? Okay, ja, hallo du, du bekommst immer und immer mehr Lava. Da, was ist das da? Warum kommen da solche Schallwellen? Ich muss mir erstmal angucken, wo diese Schallwellen herkommen. Weil die Schallwellen... Wenn die Schallwellen aufhören, dann passiert was mit dem Ding. So, gucken wir erstmal, was wir hier haben. Na, hier haben wir eine Leuchte. Hallo, Leuchte. Okay, Moment, da haben wir... Stopp, hau ab. Hier ist dunkel, geh weg. Quatsch, hier ist so ein bisschen hell, okay, das ist noch ganz mysteriös für mich. Ich muss das erstmal alles verarbeiten. Es ist auf jeden Fall verdammt laut, das muss ich irgendwie erstmal abschalten. So, dort haben wir einen Schalter. Okay. Packe ich da mal einen helle Fluoro aus Wasser hin? Ich habe kein Wasser. Packen wir da mal eine helle Fluoro aus Zellstoff hin. Ja, ist gut. Ich will nicht sehen, was mit dir da passiert. Ich hoffe mal, du kommst hier nicht hoch und tust irgendwelche Dinge. Diese Schallwellen sind einfach total... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Ding nicht in meine Richtung... Oh mein Gott, es kommt in meine Richtung. Ah! Es haut mich! Oh mein Gott. Ah, es wollte mich hauen. Ah, ja, das ist ganz fair. Das ist echt ganz total fair. Wow. Machen wir das einfach nochmal. Also irgendwie muss das Viech hier reinspritzen, okay? Kann ich das nicht einfach mit Wasser machen oder so? Okay, das trifft nicht. Das heißt, ich muss das Ding so lange irgendwie in meine Richtung ziehen, bis Dinge passieren. Na toll. Das wird schon mal lustig. Ja, dann komm auch bitte her. Ich hoffe einfach mal, du kommst jetzt hier auch hoch. So, du schwobbelst dich jetzt da hoch.
Ah, ich habe jetzt schon Angst vor dir. Geh weg. Niemand mag dich. Du bist fett und hässlich. Oh Gott, guckt euch dieses Auge an. Ich meine, das ist eins der... Dieses Riesenmonsterfluch sieht nicht mal süß aus. Ah. Ah, aua. Ja, und wie... Ja, du... Ah, Panik. Okay, du wobbelst da dein Lava-Zeug hin und dann... akzeptieren wir dich einfach mal so, wie du bist. Ich glaube, wir akzeptieren dich echt einfach mal so, wie du bist. Wow, wow, da kommt viel Lava. Oh, ich hab's überlebt. Komm hier, sprotz dein Zeug hier hin. Glaube ich einfach mal, dass ich das tun muss. Ha. Das ist mysteriös. Wie genau kriege ich dich jetzt dazu, da Zeug rein? So. Ah! Ah, Panik. Panikum. Hm. Ah, suck it, geh weg. Du bist ganz merkwürdig. Du tust Dinge, auf die ich nicht klarkomme. Hm. Okay, ab durch die Mitte, ist gut. Tschüss. War ein schönes Leben mit dir, was auch immer deine Aufgabe hier ist. Auf Wiedersehen, war toll mit dir. Also muss ich jetzt echt die Fluros irgendwie dazu bewegen, etwas zu tun? Weil dieser Hebel ist jetzt schon aktiviert worden. Durch dieses hässliche, fette Viech. Da, der Hebel ist aktiviert. Ich ziehe dich erstmal komplett rüber auf die Seite hier. Oder? Kommst du? Hallo? Schnuckelchen! Ja, du bist gerade mal auf der Hälfte, oder? Ja, okay, du bist gerade mal da hinten. Ja, jetzt komm hier auch rüber, bitte. Und dann überlege ich mir gleich mal was, wie ich da oben diesen Schalter aktivieren kann. So, jetzt bist du auf jeden Fall schon mal da oben ein bisschen gehandicapt. Dann kann ich mir da drüben Zeit lassen. Stellen wir mal auf Zellstoff und zwar... So, wie mache ich das hier jetzt klugerweise? Ich glaube, ich wobbel da einfach mal einen Dunkelfluro, oder? Einen helle Fluro? Dunkelfluro? Aber hier ist überall Licht, das heißt, der wird sowieso kaputt gehen. Jägerfluros kann ich auch nicht machen, weil... Ah, ich verstehe das nicht. Wie kriege ich das da? Hilfe! Schmieb! Ah, das war fast cool. Also, das hat fast funktioniert, aber nur fast. Holy, das ist schwer. Wie mache ich das? Ne, ernsthaft, also ich kann da nicht reinspritzen. Erst recht nicht mit dem Zeug hier. Jägerfluros bringen mir nichts. Trinkerfluros. Ich könnte die im Trinkerfluros auch behalten. Ne, das bringt ja auch nichts. Du da rein zu sprotzen bringst auch irgendwie nichts, ne? Hast du irgendwie Bock auf so Dinger zu reagieren? Ich weiß ja nicht, vielleicht hast du ja echt Bock auf so Zeug zu reagieren. Guck mal hier, da, so grüner Schmodder, dann verdampft deine Kopfhaut. Ah, warte, folgt das Ding jetzt Licht oder nicht? Ich weiß es nicht, habe ich mir das gerade eingebildet oder folgt das Ding dem Licht?
Schauwobble. So, hau mal nicht. Es folgt dem Licht. Okay, es folgt dieser Laterne hier. Aber wenn es dieser Laterne folgt, was ist denn mit dem Dampf? Ah, hau mich nicht. Ups, shit. Guck mal, da drüben ist auch ganz viel Licht. Nee, es... Also es haut auf jeden Fall mich, aber... Es haut auf jeden Fall mich, aber irgendwie folgt es dem Licht. Das finde ich ganz mysteriös. Wow, das war tricky, das war echt tricky. So, wo habe ich jetzt dieses dämliche Ding ganz hinbewegt? Ich glaube, es ist ja fast einmal bis in die Mitte rüber. Ah, das ist ärgerlich. Also ich muss hier auf jeden Fall irgendwie mit dem Leuchteschleim rüber rumtricksen. Das habe ich schon mal halbwegs gecheckt. Also ich muss hier irgendwie mit dem Leuchteschleim rumtricksen. Hallo, Lichtlein. Huhu. Danke. Oh, nein, jetzt komme ich da glaube ich nicht ran, oder? Na, shit, 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 shit. Ich komme da ran, ich komme da ran. Yes, okay, ich bin da rangekommen. Guck mal hier, da. Licht. Ich süffel mich erstmal hier wieder voll. Auch wenn das gar nicht mal so viel ist. Jetzt kriegst du blaue Strahlen geliefert. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht ganz. Guck mal hier, da, so... Dampf. Einfach so, weil ich es kann. Okay, du stehst nicht auf Dampf. Stehst du? Warum stehst du nicht auf Dampf? Das Einzige, was du tust, ist mich hauen. Na dann folgt mir einfach mal weiter. Tue ich einfach mal so, als wäre das irgendwo nützlich. Plopp. Hallo. Hallo, Schnucki. Dein Auge ist irgendwie unten in deinen Testikeln gelandet. Also ich kann dich irgend... Also du verfolgst auf jeden Fall mich. Das ist... angenehm. Das heißt, du hast Eigenschaften von einem Jägerflug. Und irgendwie stehst du auch so ein bisschen auf diesem grünen Dampf. Glaube ich jedenfalls. Wow, wow, wow. Lava, nicht sterben. Das sind jetzt... Warum bist du jetzt verschwunden? Das sind blaue Strahlen. Was blaue Strahlen machen, dass du mir folgst? Und was ist... Guck mal hier, hier sind jetzt gelbe Strahlen. Was machen denn gelbe Strahlen? Gelbe Strahlen machen, dass du von mir wegläufst, okay? Das ist natürlich sehr mysteriös jetzt. Also die blauen Strahlen sind daueraktiv, weil hier dauerhaft Licht ist. Also blaue Strahlen, du folgst mir. Grüne Strahlen, ich weiß nicht, was die grünen Strahlen machen. Eigentlich, wenn hier jetzt Licht ist, so Licht. Hier sind jetzt gelbe Strahlen. Ha. Jetzt, jetzt gehst du auf dieses Fluoro da los? Wegen den gelben Strahlen. Okay. Okay. Nein, du kriegst gelbe Strahlen auf den Kopf. Warum folgst du mir? Hallo, du darfst mir nicht folgen. Du kriegst gerade gelbe Strahlen auf den Kopf. Hä? Warum? Guck mal hier so. Licht. Jetzt greifst du mich auf einmal an. Okay. Jetzt kriegst du wieder... Rote Strahlen, okay. Rote Strahlen ist ein Angriffssignal. Jetzt kriegst du wieder... Au, rote Strahlen, ein Angriffssignal. Danke. Und jetzt bekommst du...
Gelbe Strahlen. Guck mal hier, gelbe Strahlen machen. Schon wieder ein Angriffssignal. Ah. Nein, komm mal hier. Gib mal hier die Strahlen ab. Guck mal hier, die hier. Scheiß auf die roten. Das ist nervig. Ich will... Guck mal hier, dann kriegst du halt die hier. Hallo, die hier. Okay, mit den gelben Strahlen läuft das Ding wirklich vor mir weg. Und mit den blauen Strahlen folgst du mir. Okay, ich hab's fast. Oder machst du mit den blauen was ganz anderes? Hallo, wo bist du denn, du Kackbratze? Komm hier zu mir. Hierher, genau hierher. So, jetzt kriegst du weiter blaue Strahlen und du folgst mir. Das ist schön. Hey, 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 warum? Du sollst mich nicht angreifen, du sollst mir einfach dauerhaft folgen. So. Jetzt kriegst du wieder ein Angriffssignal. Und jetzt will ich dich... Nein, nein, nein. Hier, da, Licht. Licht hier. Hier, Licht. Licht, 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 Licht. Dauerlicht hier. Hab Angst vor mir. Hab Angst vor mir. Ah. Warum hast du keine Angst vor mir? Okay, diese... die gelben nerven. Warum nerven die... Quatsch, die grünen von hier drüben nerven. Ich habe keine Ahnung, was die grünen machen. Moment, die kommen von... Wow, wow. Vessel-Echse funktioniert nicht mehr. Ja, das kann passieren. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder.